Stopp. Das Muster ist richtig. Ist das Blueprint falsch? Setz das mal. Also, da ist die Kiste im Weg, ja. Aber hier. Da sagt er, dass unten die... Genau, so wäre es jetzt richtig von den Substations her. Aber die Solar Panels unten sind irgendwie falsch. Drehen? RR? In den Blueprints sind unten noch Lichter mit bei? Okay, ich brauche ein besseres Blueprint. Also nimm das, mach's kaputt. Tu das dahin. Und mach jetzt einen Blueprint nur von den Substations und dem Angedöns. Nicht von irgendwelchen Lampen, die unten, oben oder sonst wo sind. So, und dann... Oh, ich habe jetzt das Ganze... egal. Dahin. Das Eisenfeld ist jetzt weg für uns. Das ist begraben. Weil ich gleich viel zu viel auf einmal kopieren will. Hm. Ich check's nicht. Lass es einfach weg und guck, was dann passiert. Also ich denke, da wird ein Denkfehler drin sein von mir, aber ich check's gerade einfach nicht, deswegen. Check's echt nicht. Geht das vielleicht gar nicht auf? Jetzt werde ich gleich eingebaut. Dinge sind fertig. Ja, im Notfall kann ich die einfach rausreißen. Muss ich dann gucken. Du bist also fertig, dich könnten wir bauen, falls wir dich mal wieder brauchen. Das ist schön. Jetzt sollte ich irgendwas erforschen, was keine lila Tränke braucht, weil davon haben wir nicht mehr viel. Zum Beispiel noch bessere Produktivitätsmodule. Für noch mehr lila Tränke. Research. Ah, das kann sein, weil früher hier immer die Akkus in der Mitte waren. Keine Ahnung. Egal, ihr macht das schon. Wir können das später mal noch umbauen. Und das sollten jetzt wieder schön viele Megajoule sein, Megawatt sein. Ja, gut, 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 gut. Also, was noch? Ich sollte regelmäßig nachprüfen im Süden das Ding. Und ich sollte regelmäßig nachprüfen das Ding im Westen. Und dann demnächst die Munition abholen, ein bisschen töten gehen. Du arbeitest nicht mehr, weil... Ja. Das heißt, wir können mal dich austauschen gegen so einen. Sollte vorerst auch reichen. Dann pappen wir... Bau bitte Zweier-Drills. Drei Stück. Damit ich mit diesen MK0-Dinger da nicht rumhantieren muss. Die sind echt super mies. Und ich pappe noch ein... Für die Ecke dahin. Nicht, weil wir das gerade so viel alles brauchen, aber einfach nur, weil ich das später vorrätig haben will. Also so und so. Du kriegst Ausbildmodule. Okay, okay, okay. Hier brauchten wir nicht noch mehr Turrets. Wobei, Schaden tut's auch nicht. Achso, euch freilassen. So. Ich papp hier nochmal zwei hin. Dass ich mir echt keinen Kopf machen muss. Wobei das hier unten noch gar nicht mehr so wirklich wertvoll ist, die Ecke. Egal. So, das wird es. Also, Kupfer ist völlig okay. Da muss ich mir keinen Kopf drum machen. Wie schaut's mit Eisen aus? Da wahrscheinlich eher... Oh, ich sehe ein Ding, das fertig ist. Flup, flup. Was auch immer das war. Wahrscheinlich Mini-Eisen oder Kupferfeld. Auf den Schienen laufen war auch so eine Sache. Das Kupferfeld könnten wir eventuell von hier aus einem 6er-Drill abbauen. Dann muss ich mal gucken. Wenn es soweit ist. Das da unten scheint ja noch eine ganze Weile zu halten. Hier ist alles beim Rechten. Du bist jetzt leer. Das ist okay. Plopp. Hier müsste... Ich höre Schüsse.
Das da müsste noch abgebaut werden, aber eigentlich müsste auf der linken Seite mehr Eisen raufgeschmissen werden, sonst ist das Fließband nicht durchgehend voll. Das heißt, du müsstest mal ersetzt werden durch was Dolleres. Und da du nicht schneller sein musst, kriegst du hier noch die da. So. Für später, damit ich mich nicht verhaspel, kommst du noch dahin, denn ist hier alles abgedeckt, richtig? Richtig. Und zwar so. Ja, du baust immer noch das Kupfer da oben ab. Du bist sehr komisch. Oh, und Silber anscheinend auch, wenn ich es richtig lese. Dieses Weiße da unten rechts, die 752. Oh, und unten ist noch mehr leer. Es geht schneller als erwartet. So. Weep, 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 ja. Speed. Sieht voll aus. Sieht voll aus. Hier sieht es immer noch leer aus. Dreier Mining Drill. Da. Da hinten ist gleich noch ein Fitzelrest über. Das heißt, hier kommt noch einer hin. Und die befüllen beide die Seite von dem Fließband. Das ging flott. Was mit euch? Gleich hinterher. Jo. So, Kisten. Hintere Kiste füllt sich so gut wie gar nicht. Und der Zug ist schon wieder da. Warum schafft das rechts bis hinten das Eisen hinzuschieben und links nicht? Es sieht hier einigermaßen gleich vollgepackt aus. Ne, links fehlt immer noch was. Boah, Jungs. Haut rein. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist, aber wenn ich zu lange auf das, also nicht mal lange, wenn ich einfach nur auf das Fließband starre, um zu erkennen, wie dicht gepackt das Eisen ist, dann wird das alles voll schwummerig. Aber es sieht dicht gepackt aus als vorher. Kommt allerdings immer noch nicht genau da an, wie das andere auch. Ah doch, jetzt scheint es einigermaßen gleich auf zu sein. Also das ab und an mal ein paar es schaffen bis nach ganz hinten, aber das war es dann auch schon. Oh, und das erste Silber ist da. Ist es jetzt wirklich Silber? Sehr gut, das brauchen wir auch für ein paar Rezepte. Okay. Also hier muss ich jetzt auch nichts mehr machen. Eisen ist okay, Kupfer ist okay. Das heißt, jetzt ist Töten angesagt. Ist ein bisschen stumpfsinnig. Aber was soll's. Ich denke, ich sollte mehr Roboter bauen. Und vielleicht mal einfach 50 von denen freilassen. Wobei, nee. Kommt her. Das war gemein. Ach, ich lasse euch mal frei. Ach nee, doch nicht und sag sie wieder ein. Weil die kommen jetzt gerade zurecht. Also wir haben keinen Robotermangel. Das heißt, ich kann die ruhig im Inventar lassen und immer schön Schritt für Schritt ersetzen. Da muss ich nicht jedes Mal welche einfangen gehen. Was ja doch schon recht lästig ist. Ja. Also Munition holen. Ich wollte vorher noch an der Rüstung arbeiten. Was genau wollte ich an der Rüstung machen? Ich glaube, ich wollte noch mehr Exoskelette reinbappen und vielleicht noch ein Reaktor. Reaktoren, da würde ich nicht genug erinnert, was wir dafür haben. Fehlt sonst noch was? Ein verdammtes Alien-Artefakt. Ernsthaft? Okay, das kann ich mir holen. Geh mal hier hin. Gib mir mal die da. So, und 5 blaue Chips habe ich jetzt auch. So, Bau, Fusionsreaktor. Ich glaube, ich baue hier aber erstmal ein bisschen um. Fusionsreaktor ist genauso groß wie die Beinchen. Das heißt, ich mache die Beinchen mal da hinten hin. So, dann kommt hier noch Fusionsreaktor hin und hier vielleicht auch noch. Und da kommt das nächste Beinchen hin. Die Batterien könnte ich mal zusammenfärchen zu besseren. Das ist echt teuer. Hat dafür aber auch 5-mal so viel. Trotzdem verliere ich die Hälfte meiner Kapazität, wenn ich alles hier zu 2ern umwandle. Ich nehme trotzdem mal 10 raus. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Eine davon. Wie sieht es mit Schilden aus? Das sind alles Zweier-Schilde, richtig? Ja, MK2, 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 MK2. Aha.
Dann bau bitte noch zwei davon. Das dauert jetzt eine Weile. Du pop den da rein. Du dahin. Wobei, warte mal. Machen wir gleich mal alles ordentlich hier. So, das heißt, hier kommen die Zweier hin. Hier werden nach und nach die eine rausgenommen. Hier kommt noch eine zweite Reihe Schilde hin. Das Laufding. Das braucht wieder irgendwelche, genau, die Engines. Rote Engines. Hatte ich hingepackt bei den Ölsachen. Oh. Hab ich aber nicht wieder neu aufgebaut, weil wir sie gar nicht brauchten. Richtig? Die müssten ja sonst hier irgendwo sein. Sind sie aber nicht. Okay. Dann bräuchte ich hier eine Fabrik für die gelben Engines und eine daneben für die roten. Richtig? Genau, die braucht keine Flüssigkeit. Dann sollten wir es andersrum machen. Dann machst du bitte mal die roten. Du brauchst nämlich das Lubricant von da. Und hier machen wir die. Und dann bekommt ihr einfach hier Kiste, Kiste. Kiste, Kiste. Stahl, Eisenzahnräder und Rohr. Stahl. Eisenzahnräder. Und Rohr waren hier. So. Flop. Beschränken auf. Sagen wir mal zwei Stacks. Hast eine Weile was zu tun. Ist nicht wirklich eilig. Könnte es also so machen. So, du brauchst jetzt nur die Engines, grünen Chips und Flüssigkeit. Normale Engines. Grüne Chips. So. Und die Flüssigkeit von unten. Das heißt, wir schnappen uns einfach Rohr. Tipp, 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 tipp. Fertig. So, dich beschränken auf zwei Stacks. Und lassen wir arbeiten. So, erstes Schild ist fertig. Wo ich gerade hier bin, noch irgendwas, was ich machen könnte? Braucht mehr Öl, ja. Oh, ich könnte hier mal das Ding testen. Habe ich irgendwie da eine bessere Position für? Ja, Autosave. Hier müsste es am meisten erwischen. Pop also mal dahin. Und du kriegst jetzt Speed-Module. Mining Speed plus 180%. Speed plus 150%. Also ja, es ist besser, aber es ist jetzt... Das heißt, da müssen die richtig guten Sachen rein. Also die noch richtig guteren als Dreier, also 4, 5 oder 6. Dann können sie da schon fast lohnen. Ja. Ja, okay, gucken wir mal. Sollte auf jeden Fall schon mal helfen. Alles gut? Alles gut. Schaden sollte es auf jeden Fall nicht, das ist das Wichtigste. Markus ist soweit okay. Du. Du kommst jetzt. Mist. Nein. Du musst eigentlich hier hin. Ist doch doof. Okay, dann baue ich das woanders um. Eigentlich bräuchten wir noch wirklich hier. Also ich wollte den einen blauen, den ich jetzt hier mir gemobst habe, den da nutzen, um irgendwo einen altgedienten wegzumachen, damit wir mehr Platz haben für Fabriken oder irgendwas ähnliches. Und eigentlich wollte ich das machen, dass der da wegkommt, damit wir hier die Module weiter aufbauen können. Aber das geht nicht auf. Weil genau hier die Anlage kommt. Wobei, das ist die alte Anlage, ne? Die brauchen wir gar nicht mehr. Ist jetzt schade ums Öl, aber es sollte eigentlich nichts passieren, wenn ich das hier kaputt mache, ne? Nö. Also ja, ich habe eine Menge kaputt gemacht, ich weiß. Aber das fixe ich jetzt auch. Du da bist zum Beispiel nirgendwo angeschlossen. Das heißt, wir machen mal so. Und schicken dich
Warum pumpst du, wenn du gar keinen Anschluss hast? Du bist komisch. Dahin. So, bist damit verbunden, bist damit verbunden. Bist da, bist da, bist da, bist da. Du. Weg, weg. So. War doch gar nicht so schwer. Und da drunter kommt jetzt einfach der Ruheport. Zack. Und dann kann der Ruheport hier weg. Wir haben trotzdem eine komplette Abdeckung. Jo, super. Dann muss ich das ganze Ding gar nicht umsetzen lassen von den tollen Robotern, die sich alles merken. Ich mach die einfach jetzt hier weiter. Da. Alles ersetzen, damit es gleichmäßig aussieht. So. Pollution-Module brauche ich jetzt nicht wirklich. Gut, vollständigkeitshalber und so. Da, 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 da. Wichtigste ist erstmal hier. Die unteren. Du machst jetzt bitte 3er Produktivitätsmodule. Das heißt, wir kopieren Shift rechts das da, Shift links das da. Ersetzen dich durch die da. Begrenzen dich auf ein Stack. Und geben dir Ärmchen. So. Du, für dich haben wir noch keine Kopie. Nö, das heißt, bei dir müssen wir gucken, was das Ding braucht. 4er brauchen Vorgängermodul, rote Chips und Stahl.